Hallöchen Leute, willkommen zu Mario Kart 8 Online mit der nächsten News-Folge. Wir sind in der 6. Episode und gleich auf einer neuen Piste. Die DLCs sind ja erschienen und hier seht ihr die Käsestrecke. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen und schauen wir mal an, wie ich hier abläufe. Aber kommen wir zu den News. Nintendo hat bekannt gegeben, dass es doch bald eine Amiibo Touch und Play Funktion erscheinen wird für die Wii U. Und endlich ist es soweit. Am 30. April kommt diese Funktion. Sie kann man sogar kostenlos runterladen. Was ist diese Anwendung in dem Moment? Wenn ihr euren Amiibo aufs Gamepad drauf macht, könnt ihr in dem Moment eine beliebige Auswahl von Amiibo, ob es jetzt Glurak oder irgendeiner ist, dann eine Demo spielen von einem Spiel. Das ist sozusagen zum Animieren von verschiedenen Virtual-Konsolen-Spielen oder generell von Spielen von Nintendo. Ansonsten geht es jetzt weiter. Fangen wir mit der Hardware-Charts an. In Japan verkauft es sich alle Plattformen im Vergleich zur Vorwoche weniger gut und mussten Rückgänge verkraften. Ganz oben bleibt der Nintendo 3DS und hier ist die Charts. Man muss sagen, es hat sich nicht viel verändert, außer dass die PlayStation 2 immer noch auf dem zweiten Platz ist, der Nintendo 3DS auf dem ersten, die Vita auf dem dritten, auf die vierte, die Wii U immer noch vor die Xbox One. Yes, man! Aber trotzdem, das sind die Hardware-Charts von der Kalenderwoche Nummer 16. Kommen wir von der Kalenderwoche Nummer 16 zu den Software-Charts. Wir haben gleich drei neue Einsteiger und sie platzieren gleich alle ersten drei Plätze. Das ist ja echt phänomenal. Dying Light ist irgendwo ein gutes Spiel, habe ich gehört. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Oh, verdammt, dieser Kettenhund. Deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen, wie es ist. Es soll ja ein extremes Slash-Zombie-Upkill sein. Aber ich muss es mir irgendwann mal kaufen und mir mal anschauen, wie es ist. Ansonsten, es gab nicht große Veränderungen, außer dass die Spiele weiter nach unten geschoben sind. Aber es ist ja jetzt nicht dramatisch, ist ja klar. Also in Japan, japanische Spiele, also Girls Mode 3 sagt mir jetzt nicht viel. Future Cut Buddy Fight sagt mir auch gar nichts. Es sind alles japanische Spiele, die nur in Japan erscheinen. Also lassen wir uns einfach überraschen, wie nächstes Mal die Charts aussehen in Japan. So, wer Wolfenstein The Order noch nicht besitzt, aber Interesse daran und an dem kommenden Standalone Wolfenstein The Old Blood hat, da findet derzeit auf Amazon ein passendes Angebot. Ich unterbreche kurz, weil ich muss sagen, die Strecke ist nicht schlecht. Sie ist sehr kurvenreich, obwohl ich glaube, das ist sogar eine Game Boy Advance Strecke, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Es ist so ewig her, dass ich die Game Boy Advance Strecke gefahren habe. Aber ansonsten, naja, wir sehen uns gleich wieder. So, und weiter geht's. Auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr es nämlich für den PC kaufen und dann kriegt ihr nämlich 10 Euro Rabatt für den alten Teil. Ist eigentlich kein schlechtes Angebot und dieses Angebot gilt vom gilt noch bis zum 11. Mai. Sorry, bis zum 11. Mai könnt ihr euch das noch organisieren. Wer sich Wolfenstein kaufen will, jetzt ist die Möglichkeit, noch den Vorgänger günstig zu bekommen. Ansonsten habe ich noch eine geniale News. Jetzt, wo Chantal in Pirates Curse das Let's Play ja fertig ist, hat nämlich WayForward via Twitter eine kleine Ankündigung gemacht, nämlich, dass es für den PC rauskommt, das Spiel. Wer Interesse hat an das Spiel, hat dann die Möglichkeit natürlich Chantal in the Pirates Curse dann auf dem PC zu zocken. Ist das was? Das ist doch zauberhaft, oder Leute, was meint ihr? Chantal in the Pirates Curse ist ein geniales Game. Ich kann es euch nur empfehlen. Also, ich denke mal, es wird auch nicht mehr kosten wie auf der Wii U oder auf dem 3DS. Ich glaube, das waren 15 Euro und ich denke mal, 15 Euro sind wirklich sehr gut investiert in diesem Game. Ich kann es euch nur empfehlen. Von daher, kauft es euch. Was soll ich noch so dazu sagen in dem Moment? Ansonsten habe ich auch eine kleine Info für die kleinen Wrestling-Fans vielleicht unter uns, nämlich WWE 2K15. Kommt jetzt nächste Woche am 28. April für den PC raus. Wer Interesse daran hat und keine Konsole besitzt, kann sich das natürlich über Steam kaufen. Hier seht ihr die Systemanforderung von diesem Game. Es ist, sag ich mal, jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Also man braucht jetzt nicht einen Hightech-PC in dem Moment. Man kann es auf jeden Fall zocken und es soll auf jeden Fall... Oh, super, scheiß roter Panzer. Auf jeden Fall soll das Game
mit der PS4 und Xbox One Fassung vergleichbar sein, also grafisch gesehen. Wer Interesse an dieses Spiel hat, kann es auf jeden Fall sich holen. Ich habe es jetzt nicht geholt, weil seit WWE 13 enttäuscht mich eigentlich immer mehr die Serie. Deswegen lasse ich es eigentlich und hole mir die restlichen nicht. Naja, es ist halt nicht mehr das WWE, wo ich mal früher kannte. Es war immer lustig, mal ab und zu mal ein bisschen paar Matches zu machen, so durch Tische zu knallen und sowas. Aber seit dem Neuesten ist es einfach nichts Neues. Es ist wie FIFA. Deswegen reizt mich das einfach überhaupt gar nicht. Aber was soll man machen? Ich muss sagen, es läuft einigermaßen gut. Ja, und ja, ich mach noch den zweiten Platz. Das würde ich sagen, ist verdient. Ich hab gut gefahren. Ich muss sagen, ja, das war nicht schlecht. Und irgendwie brauchen die Leute irgendwie sehr lange, bis sie mal durch die Dings sind hier. Oh je, oh je. So, und wir gehen weiter auf New City, meine Lieblingspiste, seit sie beim DLC rausgekommen ist. Ich liebe auch, obwohl F-Zero ja nicht so mein Spiel ist. Ich meine, ich kenne F-Zero, ich habe es schon oftmals gespielt, aber es ist halt nicht mein Spiel, ganz ehrlich. Die Super Nintendo-Version war ja noch in Ordnung. Die Nintendo 64-Version war oha, und die GameCube-Version habe ich mir da oha. Aber nun ja, es ist halt nicht mein Game. Ich meine, es gibt ja auch ein neues Update für Mario Kart 8. Ihr seht, die DLCs sind freigeschaltet. Und was auch geil ist, es ist der 200cc-Part jetzt drin. Wir spielen hier noch 150, aber ich habe es jetzt mal einmal angetestet online. Es ist brutal, Leute. 200cc ist wirklich abartig, wie das abgeht. Also da kann man nicht so wie ich jetzt Vollgas durchfahren und wirklich driften. Nee, da muss man wirklich abbremsen, damit man überhaupt klarkommt, weil das ist brutal. Oder ich denke mal, ich könnte es ja mal versuchen mit dem Wagen, dann würde ich vielleicht wieder besser fahren können, weil mit dem Wagen kann ich besser handeln eigentlich wie mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad bin ich schon besser geworden, muss ich schon recht geben, aber es ist brutal. 200cc, Alter, das ist echt, oh, was ist denn das jetzt bitte? Wo kommt jetzt diese Piranha-Pflanze her? Meine Güte, naja, machen wir weiter. Die nächste News würden vielleicht die Xbox oder Microsoft Leute etwas erfreuen. Ich meine, ich bin ja kein Microsoft-Fan, das wissen ja viele. Aber trotzdem, dieses Spiel hat es verdient, diese Werbung zu bekommen. Das Indie-Abenteuer Shovel Knight wurde ja bereits für die Xbox One bestätigt. Nun steht der baldige Veröffentlichungstermin für die Microsoft-Plattform offenbar nichts mehr im Wege. Wie Xbox-Chef Phil Spencer nun via Twitter bestätigte, hat die entsprechende Umsetzung nun den Zertifizierungsprozess erfolgreich bewältigt. Die Xbox One-Fassung ist dann fertig und zugleich auch von Microsoft freigegeben, sodass der baldige Bekanntgabe einer Erscheinungstermin sowie der Release selbst nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Natürlich konkrete Angaben warten wir nur noch vom Entwickler Yacht Club Games, aber ich denke mal, das wird bald stattfinden. So, das mache ich noch. Ja, ich werde noch Erster. Du Drecksack! Das war Betrug. Diese Amis, das sind einfach nur Betrüger. Das hätte mein erster Platz werden können. Das ist ja Betrug. Naja, wir sind auch wieder auf einer neuen Strecke. Leute, ich muss mich da ein bisschen angewöhnen, also falls ich hier jetzt nicht gut abschneide, ich spiele zum ersten Mal die Strecke, ich weiß nicht, wie die abläuft, es ist die Metro Station von Mario, Mario Metro heißt diese Piste, ich bin mal gespannt, wie sie ist, aber kommen wir zum letzten News für diese Woche, es gab nämlich nicht viele News die Woche, Leute, tut mir leid. Aber eigentlich wollte ich ja ein Let's Play Together machen, aber Ninja Kiwi geht's nicht gut, deswegen habe ich entschlossen, kurzfristig eine News-Woche zu machen wieder. So, der Nintendo 3DS verkauft sich wie warme Semmeln und das hat sich's auch verdient. Ah, scheiße! Nämlich, aktuell kann der Handheld weltweit ganze, aufgepasst, die Zahl ist episch, 52 Millionen verkaufte Exemplare verweisen. In den USA ging er sogar öfter über die Atlantik als beispielsweise die PlayStation 4 oder die Xbox One. Und das muss man sagen, Hut ab Nintendo.
Da habt ihr wirklich was gerobbt. Also Nintendo 3DS ist echt ein Handheld, wo ich euch wirklich empfehlen tue. Genauso wie die Wii U natürlich, weil Mario Kart ist einfach ein geniales Spiel. Auch in Sachen Software macht sich der Nintendo 3DS ganz prächtig. Mehr als 186 Millionen Spiele konnten bislang an den Mann gebracht werden. Hier gehören natürlich vor allem die Titel Mario Kart 7, Pokémon X und Y und Super Mario 3D Land zu den beliebtesten Titeln für den 3DS. Und ich muss sagen, es hat's auch verdient, in meinen Augen. Nein, nicht ein roter Panzer. Mensch, muss das sein? Ohne Witz, das ist... Hey, Leute. Die Strecke so fürs erste Fahren, sie ist gewöhnungsbedürftig. Klar, ich müsste auch ein bisschen trainieren auf der neuen Strecke. Ich bin echt mal gespannt. Ich trainiere erstmal offline, bevor ich euch dann den 200cc-Part zeige, wie es abgeht. Weil das ist schon abartig, wie das wirklich... Das ist... Ein Rennen und ich hab super. Also ich fahre jetzt gerade nur Scheißdreck zusammen. Sorry, Leute. Aber es ist echt brutal. Also 200cc ist wirklich brutal. Ansonsten, das war's mit der News-Folge. Es ist kurz und knackig gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende. Und am Montag starten die neuen Projekte. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.